Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe mit Günni, mit Lydia, mit unserem Benzin-Dieselpferd, was unten hier außerhalb der Taverne wahrscheinlich steht. Wir begeben uns sofort in den Stern, wenn wir hier mit unserem Kollegen wieder reden. So, wir sind nämlich bereit. Bleibt ganz ruhig. Das könnte wehtun. Okay, das war jetzt nicht Teil des Deals, dass das wehtun könnte. Zuerst muss ich eurer Seele bemächtigen. Aha. Jetzt atme tief ein. Wie es auch keinen anderen drumherum juckt. Meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Okay. Wartet, irgendwas mit euch ist anders. Naja, ich bin hier, um euch zu töten. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entrinnen, euer Experiment ist beendet. Ihr, dass ihr mich herausfordern wollt. Ich Günther. Habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Ja, okay, wenn du das sagst. Okay. Lydia ist wahrscheinlich nicht hier, ne? Okay. Einfach mal fast abgestürzt. Daedra-Herz. Ich sage es, als ob ich hier irgendwo... Oh, lol. Okay, ja. Heilige. Okay. Ja. Das hat Spaß gemacht. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Bin ich jetzt tatsächlich gestorben, oder? Ihr sagt, was ihr wissen wolltet. Bei Stendars Gnade. Ihr habt ihn gefunden. Azuras Stern. Okay, ich bin tatsächlich gestorben, glaube ich. Es ist meine Chance, die Dinge in Ordnung zu bringen. Ich kann Marlins Arbeit beenden. Es würde bedeuten, den Stern von Azura zu trennen. Wenn wir... Gebt mir eine Minute, um den Stern zu untersuchen. Mal sehen, was wir tun. Ja, okay, dann muss ich gleich auf jeden Fall nochmal speichern. Okay, das war doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hatte. Nur der Vorteil, wenn man so wenige Kunden hat. Die haben mich ja richtig weggedühlt. Also gegen Magie bin ich dann doch immer noch so ein bisschen weak. Vor allem, wenn Lydia nicht mit am Start ist. Oder hatte das jetzt eigentlich nur damit zu tun, dass es jetzt in so einer Traumwelt war, dass ich da eh irgendwie komischer angreifbar bin, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, die Regeln vom Spiel sind da jetzt nicht unbedingt anders dann. Ja, mach halt. Jetzt bitte nicht rumbuggen. Mach doch. Guck mal, ich helfe dir. Er hat es geschafft. Er hat tatsächlich geschafft, seine Seele in den Stern zu bringen. Aber der Stein bricht auseinander. Er braucht immer mehr Seelen, um sich zu erhalten. Der Stern wird benutzt, um Marlins Seele zu erhalten. Solange sich dieses Fragment von ihm noch im Stern befindet, kann ich ihn nicht in Ordnung bringen. Gut, dann müssen wir uns drum kümmern. Aber wir können Marlin nicht einfach fortzaubern. Dagegen hat er Vorkehrungen getroffen. Er soll nicht mehr überspringen, richtig, das ist auch blöd. Aber nicht hinaus. Da. Genau. Aber wir können Marlin nicht einfach fortzaubern. Dagegen hat er Vorkehrungen getroffen. Seelen dürfen nur hinein, aber nicht hinaus. Wenn wir irgendwie eine Seele in den Stern schicken würden, eine, die bereit wäre, Marlin von innen... Ich verstehe, wenn ihr etwas jetzt geht's wieder, okay. Um euch vorzubereiten. Ja, komm, ich bin bereit. Bleibt ganz ruhig. Das könnte wehtun. So, dieses könnte wehtun, nachdem man alles geregelt hat, ist auch herrlich. Die Akademie habe ich nichts mehr zu tun. Achso. Jetzt muss ich mich eurer Seele bemächtigen. Jetzt atme tief ein. Okay. Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut. Ja. Wartet. Irgendwas mit... Und wer... Dieses Reich gehört... Das ist ein Reich. So, einmal schnell speichern. Jetzt kommen wir hier eh nicht mehr raus. Jetzt wird's lustig. Ich nehme mal den Bogen.
einfach nur mal, um so ein bisschen auf Fernkampf zu gehen. Ich habe nicht unbedingt Lust. Also reingeboxt haben wir auf jeden Fall gut genug. Problem ist nur, dass die mit ihren Flammen auch ordentlich reindonnern. Alter. Hä? Alter, jetzt sind da irgendwie 20 Leute. Einfach mal aufleveln. Bin drin. Ja, Gesundheit passt mir gerade ganz gut und Bogen leveln auch. Alter. Kritischer Schlag. Könnt ihr bitte umfallen jetzt? Dankeschön. Jetzt haben wir den ersten. Weißt du, kürzlich nochmal irgendwie Oblivion einfach nur Just for Fun gespielt, schon hängen hier schon wieder irgendwelche Dedras rum. Meine Pfeile habe ich mehr als genug, ich kann dann den ganzen Tag malen. Ist nur auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig. Okay. Vielleicht heile ich mich mal einmal ganz kurz. So. Und dann gucken wir mal wegen den Pfeilen. Eisenpfeil, Ebererzpfeil, alter Nordpfeil. Warte mal, Schaden 20, okay. Schaden 10, die machen alle 10. Außer die, von denen ich sowieso nicht habe. 14, guck mal. Jawohl, das sind Bolzen. Warte mal, ich kann Bolzen, glaube ich, nicht mit dem Bogen schießen, oder? Ist doch so ein Ambus-Ding. Ja, sind abgeschworene Pfeile. Okay. Alter. Jetzt werden sie ein bisschen aufdringlich. Heilung. 23 Tränke, komm, rein damit. Kein Bock hier nochmal abzunippeln. Fängt er hier an mit irgendwelchen Machtspielchen. Problem ist nur, ich würde halt gerne in den Nahkampf gehen. Nur dass dieser, wenn ich in den Nahkampf gehe, verrecke ich innerhalb von 2 Sekunden. Weil die dann alle auf mich gehen. So, das ist... Marlins Verzauberungen sind gebrochen. Wartet! Ich hole eure Seele dort heraus. Okay, das ist... Ja, warte. Oh, nee, das war blöd. Beam me up, Scotty. Schnell. Schnell. Alter. Alter Falter, ey. Der hat sich aber auch Zeit gelassen. Ja, cool. Ich brenne übrigens. Die Taubheit wird vorübergehen. Überanstrengend. Die Taubheit, Alter, ich brenne. Wir haben es geschafft. Der Stern wurde von Azura entfernt. Und Marlins Seele hat jetzt endlich in gewisser Weise Frieden gefunden. Auch in der Nicht-Existenz. Okay. Was machen wir jetzt damit, wenn er repariert ist, gehört er mir? Na, so besitzt. Na, nee. Jetzt? Ihr könnt ihn für den Zweck nutzen, für den er bestimmt war: um schwarze Seelen für Verzauberungen zu nutzen. Ui. Der schwarze Stern wird niemals verfallen. Lydia voll verwirrt. Die weißen Seelen niederer Kreaturen nicht mehr halten. Behaltet ihn. Dieses Kapitel meines Lebens würde ich lieber hinter mir lassen. Glückwunsch. Ihr habt das Schicksal eines dedrischen Artefaktes geändert und seid immer noch am Leben. Nice. Ja, abgeschlossen, der schwarze Stern. Guck mal. Na und? Dann sind wir jetzt, glaube ich, bereit für die Akademie. Oh, da gibt es sogar einen Erfolg für Jäger und Sammler. Erbeute ein dedrisches Artefakt. Ha, siehst du mal. Jetzt mal, eigentlich wollte ich nämlich in der Pause, in der Aufnahmepause nochmal die Benachrichtigung ausmachen, aber ich glaube, das mache ich jetzt einmal ganz kurz. Dann gibt es halt einen kleinen Cut, kleinen Moment. So, schon wieder da.
In der Hoffnung, dass es funktioniert hat. Den Himmel im Auge behalten, Reisender. Warum? Ist hier wieder ein Drache? Wird das so ein random gespawnter Drache, der hier irgendwo rumfliegt? Ich gehe mal in die, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns natürlich auch mal bei Hogwarts melden. Beziehungsweise bei der Akademie von Winterfeste. Oder ist das die Winterfeste? Ich bin da zu wenig in der Lore drin. Aber das ist, als würde man irgendwie nach Berlin fahren und nicht einmal beim Brandenburger Tor vorbeigucken oder so. Wisst ihr, was ich meine? Gehen wir hier hin. Hallo. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Okay. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Ja, schade. Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Ich habe eine Quest angenommen und die Quest hat mich dann hier hingeführt und dann habe ich die Quest abgeschlossen und dann habe ich mir gedacht, jetzt nach der Quest könnte ich mal hier vorbeigucken, weil das sieht mir sehr nach Hauptquest aus. Aber die Möglichkeit gibt's leider nicht, deswegen kann ich beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Anspielungen an Harry Potter. Ich möchte die Rätsel von Arterius, ich möchte nur einmal hineinblicken, ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alles zu zerstören, die sich mir entgegenstellen. Das ist richtig. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Ja, es sieht so klingt aus, gut. Als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Muckis. Er erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ich kann mich heilen. Ab und zu. Wenn ihr so wollt. Wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war. Ich stelle mich eurer Prüfung, Herr Komm. Ausgezeichnet. Der Magierlichtzauber ist für jeden nützlich. Nicht nur für die, die sich auf Veränderung spezialisieren. Könnt ihr einen auf das Siegel im Boden wirken? Der was? Ich freue mich darauf. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige. Okay. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein. Zauberschüler. Günther, Moment. Veränderung? Magierlicht. Die Akademie besteht immer noch. Es gibt einige Experimente, die sehr easy. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Gerne. Solltet ihr jemals etwas brauchen, besonders... Ab zu Mirabelle. Okay, die erste Prüfung war jetzt tatsächlich nicht so schwer, also das kriegt auch ein Güni hin. Ich finde, das ist so das neue Kapitel... Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Zauberschüler Günther. Die erste Anspielung an Hogwarts haben wir tatsächlich, weil hier ist so eine ewig lange Treppe. Oder so ein ewig langer Gang, den man erstmal hochlatschen muss. Mir ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Okay. Wenn du das sagst. Ein neues Kapitel im Buch Günther wird aufgeschlagen. Ist schon sehr nice. Ein dickes Gebäude. Eigentlich müsste ich... weiß nicht, ob ich mir dann jetzt für die Zeit auch mal einfach so eine Kackrobe mal zusammenschuster oder so. Akademie von Winterfeste. Was macht sie da eigentlich? Das ist Checkpoints oder was wird das? Warum gehst du denn jetzt... Fuck you. Gehe ich halt alleine. Ich folge ihr jetzt bestimmt nicht wieder zurück, nur weil sie da irgendwelche Späße machen will. Schon mal ein Tabaxi am Start. Ich hätte gerne so eine Lehrlingsrobe. Ich hoffe, ich kriege eine Lehrlingsrobe, ganz ehrlich. Oh, das wird so cool. Ich freue mich. Ich habe zwar am Anfang gesagt, so Günni ist eigentlich kein Zauberer, aber das ist mittlerweile egal. Ja, natürlich. Ich versuche nur den Grund für diese Entscheidung. Wer da einfach steht. Oder sie. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Teil nur keine solche Vorzugsbehandlung.
Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Hallo. Willkommen an der Akademie. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen. Aber vielleicht sagt sie euch mehr zu, als ja. Das, was ihr da tragt. Ja, ich bitte, gib mir eine Lehrlingsrobe oder sowas. Zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ja. Novizenrobe, geil. Finde ich cool. Entschuldigt, aber dazu bin ich noch nicht bereit. Ich würde mich gern umsehen. Bin ich bereit oder noch nicht? Also sie würde mich ja dann jetzt herumführen. Ich würde fast sagen, wir sind noch nicht bereit. Ich würde jetzt nämlich... Ich verstehe. Nun, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr soweit seid. Mach ich. Ich muss nämlich einmal ganz kurz nur weg. So ein paar Kilometer in Richtung Westen. Da ist unser Haus. Ich würde mich nämlich hier dann jetzt einmal umziehen. Und ich vermute fast, ich gucke einmal gerade kurz. Ja, die nächste Folge ist theoretisch die 50. Und damit würde das ganz gut passen, dass wir ein völlig neues Kapitel hier in unserer Saga aufbauen. Und ich würde fast sagen, wir lassen Lydia fürs Erste erstmal hier zu Hause. Guck mal, da sind wir dann auch tatsächlich einmal hier. Wir lassen Lydia einfach hier, weil uns wird in der Akademie ja nichts passieren. Ne? Harry Potter ist in Hogwarts ja auch nie was passiert. Bin immer noch da. Müsst das für mich tun, hier trennen sich unsere Wege. Ich glaube, das ist halt so diese endgültige Lösung, das will ich eigentlich nicht. Wie ihr wünscht, Tane. Da bin ich mir allerdings nicht sicher, ob sie dann wirklich hier bleibt. Großer Sack, das ist das, was uns zum Verkauf bereitsteht. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe mich um. Wir lassen Lydia hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zur 50. Sehen wir uns dann vor den Toren von der Winterfeste und beginnen mit Zauberschüler Günther. Eine neue Reise. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst da, was ihr möchtet. Likes, Comments, Abos, etc. Und wir sehen uns morgen wieder. Bei einer neuen Folge mit Günther oder bei irgendeinem anderen Video. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.